herzlich willkommen hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Mentorin purer Schöpferkraft, das ist meine Passion, meine Leidenschaft. Ich bin Daniela Saphira Greven und ich liebe es von ganzem Herzen, Menschen in ihre Kraft, in ihre Freiheit, in ihre Stärke zu begleiten. Warum? Weil ich selber ein Mensch bin, der ganz, ganz viel wahrgenommen hat, der von Geburt an Fähigkeiten gehabt hat, Begabungen gehabt hat, die er nicht greifen hat können. Gott sei Dank bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo das hat sein dürfen, wo ich nicht verurteilt wurde damit. Also es gab Schwierigkeiten, man hat schon gesucht einmal, was sind so Gründe, aber ist dann drauf gekommen, dass ich halt einfach so bin, dass ein Teil von mir grenzgängerisch drauf ist, dass ein Teil von mir einfach ja auch Grenzen sucht bei anderen, dass ich sehr, sehr, sehr viel wahrnehme, sehr viel spüre, dass ich verbunden bin mit der geistigen Welt, dass ich Impulse bekomme, die nicht normal sind für das normale Leben, so gesehen. Und dass ich sehr, sehr schnell überlastet bin. Und das war so ein Hauptpunkt auch, der mich begleitet hat. In meiner Jugend habe ich dann einfach ganz, ganz vieles erlebt, habe mich abgeschalten, bin in Suchtverhalten hineingegangen, habe mich prostituiert, habe wirklich ganz, ganz schwere Missbrauchsfälle auch erlebt, dadurch, dass ich einfach gesucht habe und nicht gefunden habe. Ich wollte ankommen irgendwo, ich wollte wahrgenommen werden, ich wollte ernst genommen werden, ich wollte geliebt werden. Ich habe mein Leben lang, obwohl ich Liebe zu Hause erfahren habe, trotzdem um die Liebe gekämpft, um Anerkennung gekämpft und bin drauf gekommen, dass das ein mini kleiner Bruchteil war, der mir in diesem Leben passiert ist, aber ganz viel vom anderen Leben einfach schon mitgebracht war. Und so hat sich dann, nachdem ich meinen ganzen Sumpf einmal beendet habe, nachdem ich durch mein ganzes Chaos durchgegangen bin, nachdem ich mich entschieden habe zu leben, und das ist mit 19 Jahren passiert, habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, okay, ich beende das jetzt alles so, wie es ist, das geht einfach nicht mehr, ich bin dreimal fast gestorben und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, ich will leben, dass diese Frau, die ich da jetzt in diesem Spiegel sehe, abgemagert, ja, wund überall um die Nase herum, mit komischen Dingen im Gesicht, also irgendwelche Ekzeme, ja, unglücklich, nicht wirklich mit beiden Beinen fest im Leben stehend. Und das war alles etwas, wo ich gesagt habe, nein, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht funktionieren. Ich war im Sozialbereich tätig und habe gemerkt, es erfüllt mich alles nicht. Grundsätzlich die Arbeit mit den Menschen schon, aber die Strukturen, in denen wir hier leben, alles das, was, es war alles so eng für mich, es war alles nicht greifbar für mich, ich wollte das so nicht. Und das war dann im Endeffekt der Startschuss, mich aufzustellen und mir wirklich zu sagen, okay, nein, was will ich hier jetzt wirklich erleben? Was, wer bin ich echt? Und da hat meine Bewusstseinsarbeit, meine Energiearbeit schon mit mir begonnen und ich war quasi meine erste Kundin, ich war mal am Anfang ausgebucht mit mir selbst, ja, mich aus meiner Sucht rauszubringen, mich aus meinem ungesunden Lebensverhalten rauszubringen, mich wieder zu spüren, mich wahrzunehmen, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt tatsächlich auch und habe dann Step by Step begonnen. So mit 29 war das dann, also 10 Jahre später, wirklich dann auch so ein bisschen mehr aufzumachen und auch schon bewusstseins- und energiearbeitstechnisch so in meinem Umfeld zu gehen. Und dann im Endeffekt mit 32, kurz vor meinem 33. Lebensjahr, hat es einfach tschack gemacht. Ich bin in der Nacht, bin ich aufgewacht und das war wirklich wie in einem Traum. Es war wie wenn ich mir selbst erschienen wäre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet, aber es war so wie ein Weckruf, wie ein eigener Weckruf. Und damals war dieses Wort Neonana. Und ich habe das dann so verbunden gehabt mit einer Schamanin, die mir gezeigt hat, also ich aus einer anderen Inkarnation, die mir gezeigt hat, dass es auch glücklich sein kann, dass ich nicht die ganze Zeit arbeiten muss, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwas nachhetzen muss, irgendwas nacheifern muss, mich nicht irgendwie vergleichen oder verbiegen muss ständig, sondern dass die Grundessenz wirklich ist, aus meinem Inneren heraus zu generieren, mich als mich wahrzunehmen, mich als mich anzunehmen und auch dieses Leben anzunehmen als etwas, was mir entspricht und etwas daraus zu kreieren und zu machen, was ich erfahren will und mich nicht anzuhalten an traurigen Geschichten, an Dingen, wo ich glaube, ich muss alles reparieren und ich trage quasi das Leid der Welt auf meinen Schultern und na, so wie ohne mir geht gar nichts oder so, sondern da einfach wieder mehr in die Ruhe hineinzufinden und aus der Ruhe heraus einfach meinen Weg zu gehen und meinen Weg zu finden. Und das war tatsächlich der Startschuss von Selbstwärts, der Weg zu dir.
wo ich auch Werkzeuge in der Verbindung mit mir bekommen habe, wo ich plötzlich wieder atmen habe können, wo ich frei sein habe können, wo ich gemerkt habe, wenn ich Arbeitskanäle aufmache, bin ich für Menschen da und kann ganz gezielt mit ihnen arbeiten und renne nicht mehr herum wie ein Schweizer Käse, alles durchlöchert, ja, krieg alles wahr, bin überfordert nach kürzester Zeit. Und so hat sich meine Marke etabliert. Also das waren alles Dinge, die ich im Laufe dieser, naja, insgesamt 15 Jahre, ja, bis heute jetzt gesehen, aufgebaut habe, wahrgenommen habe, ganz viele Ausbildungen auch im Bereich der Energie- und Bewusstseinsarbeit gemacht habe, Mindset-Techniken und mich da einfach sehr, sehr viel damit beschäftigt habe und mir aus allem einfach das rausgenommen habe, was mir entspricht und sehr viel einfach auf meine eigene Art und Weise umgewandelt. Dort hat mir was noch gefehlt, da hat mir was noch gefehlt, das war nicht meine Struktur, dort war dieses und jenes. Also ich habe mich sehr viel ausprobiert und nur die Dinge, wo ich gesehen habe, aha, okay, großflächig gesehen, wirkt das wirklich und macht das auch wirklich Sinn. Diese Dinge habe ich in meinen Selbstwert hinein integriert quasi und auch in den Ausbildungen für meine Teilnehmerinnen übernommen, die dann selbst dieses Werkzeug ausprobieren und einfach weitergehen. Und das ist halt eben das, was es jetzt gibt. Also mein Hauptaufhänger ist die Transformation und auch die Ausbildung auf dem Weg zu dir, dass du dich als das Wesen, was du bist, wahrnimmst, dich nicht in eine Schublade hineinpressen lässt, sondern ja, aus dir heraus wieder generierst und zwar ein ganzheitlich erfülltes Leben. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben einfach Schwerpunkte im Familienleben, in der Partnerschaft. Viele kommen aus Zwillingsflammenverbindungen oder sogenannte Dualseelenverbindungen. Je nachdem, wie du das kennst, sagen wir einfach einmal Seelenpartner. Bei mir ist einfach, ich sage, die Zwillingsflamme ist eine sehr, sehr starke Verbindung, die dich, ja, oder die Zwillingsflammen, ich sehe nicht, dass das nur eine ist, sondern einfach diese ganz nahen Seelenverbindungen, ja, die es da gibt, haben einen ganz großen karmischen Wert einfach auch, wo du aufbrichst für dich dein altes System und für dich einfach, ja, dich neu belebst, dich neu gewinnst und auch in der Selbstständigkeit neu gewinnst. Und deswegen ist das so einfach dieser Verlauf, die Transformation, die Ausbildung und tatsächlich auch die Selbstständigkeit, das eigene erstellte Business, wo du deinen Lebensweg einfach im Endeffekt so gestaltest, wie du es willst. Und darum geht's. Also lass dich jetzt von mir inspirieren, lass dich jetzt von mir mitreißen. Es funktioniert alles. Und wenn ich das geschafft habe als unsicheres Wesen, was ich wirklich, ich war sehr ängstlich und unsicher. Ich habe wirklich viel gelitten. War viel traurig. Also von meinem Grundwesen her bin ich immer aufgestanden. Ich bin nie im Bett gelegen und habe jetzt die Welt der schwerste Ballast für mich gesehen, aber ich war sehr viel traurig, ich war sehr viel melancholisch, ich habe mich sehr viel einsam gefühlt unter Menschen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, irgendwie ein bisschen fremd zu sein, nicht wirklich anzukommen oder verstanden zu werden. Und tatsächlich haben das all meine Kundinnen, die zu mir kommen, oder fast alle meine Kundinnen auch, dieses Gefühl, dass sie wieder, ja, willkommen sich, dass sie sich willkommen heißen wollen, dass sie ankommen wollen, dass sie einfach wieder sein wollen, dass sie herausfinden wollen, wer sie wirklich sind und dann ihrer Seelenmission entsprechend für sich ein Leben zu kreieren, und zwar im Job oder in der Selbstständigkeit, in der Partnerschaft und auch im Familienleben. Ja, und das sind so einfach diese Schwerpunkte. Also es geht einfach um dich, aber in diesen Themenbereichen. Und alles das, was rückwärts liegt für dich, annimmt als geschehen und nicht mehr in den alten Mustern so festsitzt, wie es einfach bisher gewesen ist. Und so gehst du aus dem Funktionieren raus, so gehst du wieder ins Leben hinein, so entdeckst du wieder Freude, so entdeckst du wieder, ja, Motivation, deine Seelenmotivation. Was bringt dich wieder zum Lachen? Was bringt dich wieder zum Leichtigkeit fühlen? Was macht dir dein Leben leicht und schön? Und genau darum geht es bei Selbstwärts, um den Weg zu dir, selbstwärts in deine eigene Größe.